Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Blog Redaktion 42. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich gratuliere dem Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung um Bastian Obermeier und Frederik Obermeier zum Pulitzerpreis für ihre Arbeit um die Panama Papers. Das ist Journalismus, wie er sein muss. Der Pulitzerpreis ist quasi der Oscar der Journalistenbranche. Und er wurde jetzt zum 101. Mal verliehen. Dieses Mal wurden Medienschaffende in 21 Sparten ausgezeichnet, darunter auch das in Washington ansässige internationale Netzwerk investigativer Journalisten ICIJ. Dieses Netzwerk trug zur Veröffentlichung der Panama Papers bei. Das Enthüllungsteam der Süddeutschen Zeitung, der SZ, gehört diesem Netzwerk an und hat hier ganze Arbeit geleistet. Der Pulitzerpreis zeichnet allerdings nur US-amerikanische Journalisten aus und dennoch können sich die Münchner freuen. Es ist keine Frage, so ein Zitat, dass dies ein viel größeres Projekt war, so der Vorsitzende des Pulitzerpreises, Gremium Mike Pride. Also, SZ, gut gemacht. In der Krise liegt die Chance, so heißt es immer so schön. Der Journalismus befindet sich in einer tiefen, tiefen Krise. Denn alte Rezepte von Presse, Funk und Fernsehen funktionieren nicht mehr, so wie es die Medienverantwortlichen der alten Zeit gerne hätten. Die Digitalisierung entlässt ihre Kinder, um beim Wolfgang Leonard zu klauen. Und dennoch, Präsident Trump lässt die Branche zu neuen Ruhm in den USA kommen. Und solider, recherchierter Journalismus ist wichtiger denn je. Denn die Veröffentlichungen um die Panama Papers haben dies gezeigt. Sie haben auch gezeigt, dass Journalismus mit der Zeit gehen muss. In ihrem Buch Panama Papers zeigen die beiden SZ-Journalisten Bastian Obermeier und Frederik Obermeier, wie die Verbindung zwischen alten und neuen Journalismus gelingen kann. Der Umgang mit digitalen Quellen, die Recherche an Terabyte großen Datenmengen, musste gelernt sein. Vor rund einem Jahr kam dann die SZ in Deutschland mit der Bombe heraus. Rund 200.000 Briefkastenfirmen betrieb die Kanzlei Mossack Fonseca, in deren prominente Sportler und auch Politiker ihr Geld geparkt hatten. Die Themen Steueroasen und Geldwäsche wurden weltweit diskutiert und führten zu Ermittlungen auf der ganzen Welt. Die Resultate, naja, müssen wir schauen. Die Leistung, die eine einzelne Zeitung nicht leisten kann, dafür aber ein internationales Netzwerk investigativer Journalisten. Toll. Die Digitalisierung muss endlich von einer konservativen Branche wie Zeitungsverlagen akzeptiert werden. Schöne Worte gab es aus den USA. Wir sind nicht in einer Phase des Niedergangs des Journalismus, sondern mitten in einer Revolution, sagte der Vorsitzende des Pulitzer-Preis-Gremiums Mike Pride. Journalisten stünden heute unter anderem dank des Internets völlig neue Mittel zur Verfügung und sie nutzen sie gewinnbringend. Klingt alles sehr, sehr gut. Dennoch sind die Veröffentlichungen wie die Panama Papers für mich erstmal eine Ausnahme in der Welt des Journalismus. Aber an dem heutigen Tag will ich nicht jammern und kritisieren, sondern ich will gratulieren. Als die Meldung mich gestern Abend via Twitter von Frederik Obermeier erreichte, holte ich nachts noch dieses Buch, das Buch hervor, das bei Kiepenbauer und Witsch erschienen ist. Der Verlag hat es mir damals einstmals zur Rezension überlassen. Es zeigt den mühsamen Weg der Recherche dieser brisanten Materie. Anfangs war ich vom Stil des Buches nicht angetan. Es waren mir zu viele private Schnupfengeschichten enthalten. Ja, aber als ich dann zum journalistischen Recherchepart kam, wollte ich die Lektüre nicht unterbrechen. Das war ein bisschen wie meine erste Lektüre von Bernstein und Woodward mit ihrem legendären Buch All the President's Men. Es war spannend, es war unterhaltend. Was 400 Reporter aus 80 Ländern um Schwarzgeldmachenschaften aufdeckten. Empfehle ausdrücklich das Buch von Bastian Obermeier und Frederik Obermeier. Jedem, der sich über guten Journalismus interessiert, jedem, der über die Lügenpresse skandaliert
und jedem Medienunternehmer, der im Zeitalter der Digitalisierung bestehen will. Und das gilt auch für schwäbische Unternehmer.